ich grüße dich und möchte mit dir heute kurz Sparen anschauen. Dass man mit wenig Geld wirklich in kurzer Zeit schon zu einem rechten Betrag kommt. Und das ist das, was mich immer motiviert, wenn ihr mir schreibt. Weil Sparen beginnt nicht einfach nur dort, dass wir sagen, okay, wir brauchen 1000 Euro im Monat, das auf die Seite geht und ich habe zu wenig Geld zum Sparen. Nadja, das klappt nicht. Wie soll ich noch sparen, wenn ich sonst schon wenig habe? Genau dann ist es eben so wichtig. Genau dann, weil du machst hier oben einen Klick und du benimmst dich im Alltag ganz anders. Du schätzt dann 20 Euro ganz anders ein, als wenn du das nicht tust. Glaub mir, es ist wie eine magische Verantwortung, die du dann übernehmen wirst, wenn du dir selbst sagst, ich beginne jetzt mit dem Sparen. Und ich habe wieder eine E-Mail bekommen mit Dankesworten, weil es einfach mit so wenig möglich ist. Und ich sage immer wieder, starte mit 25 Euro. Warum 25 Euro? Weil heutzutage die Online-Banken Daueraufträge, Besparungen anbieten bereits ab 25 Euro. Voll genial, das war früher nie möglich. Früher musstest du 500 Euro, 1000, du musstest in Aktien investieren, es gab keine anderen Möglichkeiten. Du konntest vielleicht einen Sparvertrag machen, aber der hatte fast keinen Zins, da kamst du auch nicht weiter. Und heute gibt es ETFs, wirklich tolle Sparangebote in ETFs, das kannst du bei mir im Administrationsbereich, im Memberbereich anschauen, was das ist. Aber informier dich mal und ich möchte dir kurz vorlesen. Die Melanie hat mir geschrieben, wo im März, April 2018 noch zarte 25 Euro bei meinem ETF standen, stehen jetzt mittlerweile 400 Euro. 400 Euro, die ich dir zu verdanken habe. Und darüber freue ich mich jeden einzelnen Tag. Ist es genau. Dieses Gefühl, das kann dir niemand geben. Das kannst du, wenn du Konsum kaufst, wenn du einen neuen Fernseher kaufst, wenn du ein neues Handy kaufst, dann wirst du nicht jeden Tag dich darüber freuen. Wenn aber deine Sparrate, wenn du siehst, wie dein Geld sich vermehrt mit nur 25 Euro im Monat, dann macht das wahnsinnig viel Spaß, ich sag's dir. Und meistens werden wir dann sogar infiziert. Das heißt, du startest mal, man vergisst es nachher wieder, plötzlich schaust du darauf und dann siehst du, hey, wow, ich habe 400 Euro. Ich meine, mit 400 Euro kann man sich ja schon wieder etwas leisten, aber das bitte stehen lassen, denn diese 400, das geht nachher schneller. Und dann möchtest du vielleicht mal die Chance nutzen und wenn du 50 Euro extra hast oder bekommst ein Geschenk oder so, dass du dann nicht mit dem losspringst und dir eine Hose kaufst, sondern du sagst dir dann, weißt du was, die 50 Euro, die 100 Euro, die bespare ich mir jetzt. Ich gebe das an meine Online-Bank und stocke meinen ETF auf, weil das mir einfach Spaß macht, weil es ist ja für dich, du hast das Geld immer, das geht ja nicht wieder weg, aber wenn man mit etwas begonnen habe, ist es einfach einfacher, dass es sich auch vergrößert und wir bleiben dann eher dran, als wenn wir gar nie beginnen. Wenn du dir zu hohe Ziele setzt, wenn du dir sagst, ach, ich beginne erst, wenn ich 100 oder 200 Euro im Monat sparen kann, dann wirst du das nie tun. Garantiert nicht. Wenn du es nicht mit 25 machst, machst du es auch nicht mit 200. Wenn du besser Verdiener bist, wenn du mehr übrig Geld hast, dann mach es mit 500 oder 1000. Ich gehe ganz an Grenzen. Also ich mache zu viel, weil ich immer denke, okay, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich dann im Alltag zu wenig Geld habe, dann muss ich das halt dann wieder anpassen. Aber irgendwo finde ich immer eine Lösung, wie kann ich mir jetzt das trotzdem noch leisten oder wie komme ich noch zu dem, wenn ich vielleicht etwas anderes oder ich muss mehr Gas geben oder ich muss mehr verkaufen oder ich muss mehr tun oder ich gehe weniger raus oder mache weniger Ausflüge. Einfach überlegen, wo geht das Geld überhaupt hin? Aber bei mir ist wirklich die Sparrate sehr, sehr hoch, weil es dann einfach noch schneller geht. Ich liebe das, die Zahlen anzuschauen, zu sehen, hey, das funktioniert wirklich automatisch. Und gerade wenn du kein Zahlenmensch bist, ich meine, ein Zahlenmensch, für den ist das sehr einfach, der motiviert Zahlen, der sieht die Statistiken, der schaut die Tabellen an. Aber wenn du nicht der Typ bist, wenn du eher der Saphir-Typ bist, dieser Lebetyp und braucht Menschen, braucht Spaß, genau dann empfehle ich es dir. Ich weiß, es wird dir wahnsinnig schwer fallen, dich da mal kurz einzufuchsen, aber du kannst vielleicht einen Freund dazu nehmen, der dir dabei hilft,
Mach das einmal. Du musst es nur einmal einrichten und wenn du das eingerichtet hast, dann läuft das und dann lässt es einfach so stehen. Vielleicht in 2, 3 Jahren hast du dich ein bisschen verändert und du hast mehr Spaß dann mit den Zahlen zu arbeiten. Wenn nicht, egal, aber du wirst sehen, wie sich das wirklich multipliziert. Es ist einfach so. Warum werden die Reichen reicher? Genau deswegen. Und das beginnt genau beim Kleinen, beim Kleinen. Und ich sage dir immer, mach das, auch wenn du Hausfrau bist, gerade Hausfrau oder Mutter mit Kind, auch wenn du kaum ein Einkommen hast, kaum ein Einkommen, tu diese 25 Euro auf die Seite oder sag deiner Mutter, deinem Vater, irgendwer, sag als Geschenk, wie sie dich unterstützen können, sie sollen dir diesen Dauerauftrag einrichten. ETF besparen, kannst du bei der Comdirect, in Deutschland gibt es so viele Online-Banken, einfach darauf achten, nicht hohe Gebühren, auf die Gebühren achten, also wirklich eine tolle, einfache Sache. In der Schweiz bin ich jetzt gerade dabei, das Strateo anzuschauen, wie das sich verhält mit den Gebühren, ob es auch so günstig ist, da muss man in der Schweiz ein bisschen besser aufpassen, weil die Gebühren, die Kaufgebühren, Verkaufgebühren und auch die Administrationsgebühren sind teilweise sehr hoch, dass es sich dann wieder nicht mehr lohnt. Auch über deine Hausbank lohnt sich absolut nicht. Das ist viel zu teuer, die nehmen einem viel zu viel weg. Also es muss wirklich eine gute Online-Bank sein. Ihr habt wirklich in Deutschland so viele Möglichkeiten, wirklich. Also da kannst du schnell ausprobieren und du siehst sofort Resultate. Aber ich empfehle dir, das wirklich zu tun. Und gerade diese Meldungen, das motiviert mich, wenn ich sehe, yes, wieder jemand konnte das umsetzen, ausprobieren und ja, hat Freude daran. Und in 10 Jahren, ich sage es, in 10 Jahren, das sind dann enorme Beträge. Und das vergisst du nicht mehr. Oder in 20 Jahren, du musst so lange denken. Das gehört zu unserem Leben, dass wir auch Vorsorge leisten und auf uns achten und nicht nur alles ausgeben. Gut, das wollte ich dir jetzt einfach wieder mal als Erinnerung mitgeben. Mach einen Dauerauftrag ab 25 Euro. Bis dann wieder. Tschüss.